Also, na dann, wo waren wir? Mordell hat eine neue Schuldirektorin. Sie will die Schule wegführen von ihrem Ruf als Sexschule. Jetzt kommt ein Video von meiner Entbindung. Sie degradiert Jackson und macht Viv zur Schulsprecherin, aber ihr Rebranding läuft nicht ganz nach Plan. Wir sind die Sexschule! Wir sind die Sexschule! Otis fängt was mit Ruby an und geht zu einem Doppeldate mit Eric und Adam. Ich guck die Kardashians. Mit meiner Mom. Wer hätte das gedacht? Dann trennen sie sich, weil Otis ihr nicht sagen kann, dass er sie auch liebt. Ich liebe dich. Das ist echt toll. Oje, Maeve und Isaac machen Schluss, als Isaac klar wird, dass Maeve immer noch Gefühle für Otis hat. Das war nach dem verhängnisvollen Schulausflug mit Mr. Hendricks und Miss Sands nach Frankreich. Wo eine fliegende Kackwurst einen Unfall verursacht, davon wusste ich allerdings nichts. Hat einer von euch diesen Haufen aus dem Bus geworfen? Bin ich das gewesen? Nein, auf keinen Fall. Ich muss 5-mal am Tag. Na los, traut euch! Wie eine Kackmaschine. Otis und Maeve wurden an einer Tankstelle vergessen. Ja, tatsächlich. Was hast du gesagt? In der Nachricht? Eric will seine queere und kulturelle Identität unter einen Hut bringen auf einer Reise nach Nigeria. Und küsst am Ende jemand anderen. Naja, sowas kann passieren. Wieder zu Hause macht er Schluss mit Adam, weil sie in verschiedenen Welten leben. Wie traurig. Sie waren so ein schönes Paar und Adam dichtet so wunderbar. Ein Typ, den ich nicht mag, hat mal gesagt, ich soll auf mein Herz hören. Ich wusste nicht, was er meint, weil ich nicht wusste, dass ich eins habe. Adam nimmt Madam mit zu einer Hundeshow? Weil Adam nicht gewinnt, will er nicht, dass Maureen Michael davon erzählt. Das kann ich ihm nicht verübeln, Michael Groff. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden getroffen, der so verklemmt ist wie dieser Kerl. Nach dem sexuellen Übergriff im Bus hat Amy Probleme mit Steve. Und sie erkennt, dass sie eine Weile allein sein muss, was, wie ich finde, die richtige Entscheidung ist. Und Maeve und Otis sind endlich soweit, sich ihren Gefühlen füreinander zu stellen. Dann wird Maeve für das Begabt- und Talentiert-Programm in den USA auserwählt und reist ab, um dort zu studieren. Zeig's ihnen. Und, ach ja, da ist noch etwas, das betrifft wohl dich. Ja, genau. Wer ist dein Daddy? So sieht's aus. Wir haben einiges vor uns.